Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu Ihrem Micknauf Daily am heutigen Mittwoch. Ja, der gestrige Dienstag war ja äußerst erfolgreich, müssen wir sagen. Schöner Handelstag, schöner Börsentag. Der DAX sich endlich stabilisiert über der Marke von 13.000, aktuell sogar über 13.300. Aber die Schritte heute natürlich etwas kleiner im vormittäglichen Handel. Verständlich, auch der Donnerstag steht ja bekanntlich vor der Tür und am morgigen Donnerstag sollen wir ja von der Europäischen Zentralbank erfahren, wie es weitergeht nach 11 Jahren Nullzinspolitik, welchen Zinsschritt denn Christine Lagarde tatsächlich einläutet. Wird es ein kleiner sein mit 0,25% oder ein großer mit 0,5%? Und wie wird sie das Ganze natürlich dementsprechend begründen? Wie wird sie das Ganze untermauern und welche geldpolitische Strategie wird sie da dementsprechend offenbaren? Soll es danach noch weitere Zinsschritte geben oder will man dann zuerst mal innehalten? Kampf gilt ja nach wie vor der Inflation und da muss natürlich verständlich neben der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten auch die Europäische Zentralbank für den Euroraum natürlich etwas unternehmen. Ja, ansonsten muss man sagen, dass der Markt mal wieder Hoffnung wittert. Liegt natürlich auch daran, dass wir gestern gehört haben, es soll wieder Gaslieferungen aus Russland geben ab morgen. Man weiß zwar noch nicht, in welchem Umfang, in welcher Höhe letztlich, aber es soll Gas fließen und das hat natürlich klar an den Märkten auch für Erleichterung gesorgt. Die amerikanischen Werte gestern übrigens auch allesamt mit Gewinnen, mit Vorzeichen plus. Ja, und der Euro liegt dann auch dementsprechend hoffnungsvoll wieder etwas höher über der Parität, nämlich bei 1,023. Also da scheint man sich dann doch etwas abzusetzen. Ja, und wir sehen es, wenn wir ein ruhiges Marktumfeld haben, was Hoffnung schöpft, dann gehen natürlich auch die Kryptowährungen rauf, ganz besonders natürlich der Bitcoin. Der notiert heute bei 13.483, hat ja lange Zeit auch geschwankt, lag ja bei Zeiten sogar schon unter der Marke von 20.000. Schauen wir mal auf die Gewinner, auf die Verlierer heute. Ja, Deutsche Bank steht relativ weit oben, nämlich unter den Top 3 neben Daimler Trucks und dem Medizinkonzern Sartorius. Am DAX-Ende aktuell die Aktie von Infineon. Da war es aber wohl der Ausblick von ASML, der hier nicht gepasst hat. Ja, und zwar hat man hier tatsächlich die Gewinnerwartungen etwas heruntergeschraubt. Ja, und so ist das, wenn die Konkurrenz halt eben dann doch etwas mühevoller ins weitere zweite Halbjahr hineinschaut. Wenn man sich hier Sorgen, wenn man sich Ängste macht, eventuell noch an den Zahlenwerken nach unten dividiert, dann leiden meistens auch die Wettbewerber, in dem Fall heute klar, natürlich Infineon. Ansonsten, na, wir hatten ja Anfang der Woche darüber berichtet, Thema Börsengang von Porsche. Da hatte man ja ausgerechnet, dass Porsche in etwa 80 Milliarden Börsenwert hätte beim Börsengang. Da scheinen allerdings aktuell einige Analysten dran zu zweifeln. Könnte also sein, dass die 80 Milliarden dementsprechend dann doch nicht so ganz eingehalten werden. Ja, Überraschendes gab es gestern dann noch aus den Vereinigten Staaten, nämlich von Netflix. Die haben ja Zahlen präsentiert und man lag besser als die eigenen Schätzungen, vor allen Dingen, wenn es halt eben um die Abonnentenzahl ging. Man wusste ja bereits wohl schon, dass wieder einiges an Abonnenten wegfallen in den letzten 3 Monaten. Da hatte dann Netflix mit gerechnet, dass es in etwa 2 Millionen Kunden sein könnten, die da ihr Bezahlabo dementsprechend dann doch kündigen. Aber de facto waren es nur 970.000. Das heißt also, man lag hier besser als die eigenen Schätzungen und besser dementsprechend auch als die Analysten. Ja, und das hat dann auch gestern tatsächlich an der Börse für Freude gesorgt und vor allen Dingen die Technologietitel dann nochmal nach oben getrieben. Also das war natürlich eine Nachricht, die man natürlich klar dann in Amerika wohlwollend natürlich in den Markt hineingegeben hat. Ja, und dann hatten wir allerdings in Deutschland ein eher schlechteres Ergebnis, nämlich vom Automobilzulieferer Heller. Verständlicherweise, die haben nach wie vor Teilemangel und steigende Kosten
im Geschäftsjahr und dementsprechend ein schlechteres Ergebnis natürlich eingefahren. Die Aktie verliert heute leicht 0,07%, aber Automobilzulieferer, verständlich, die hängen natürlich auch an der Automobilindustrie, müssen selber natürlich zuschauen, dass sie ihre Lieferketten natürlich einhalten können und in Gang behalten können und dass sie für die Teile nicht allzu viel bezahlen. Ansonsten müssten sie es ja alles an die Industrie respektive an die Kunden weitergeben. Und das kommt natürlich richtig nicht so richtig gut an. Da verzichtet dann halt eben auch der ein oder andere lieber mal. Also Heller nicht unbedingt mit einem guten Ergebnis. So, jetzt gilt es halt eben den morgigen Donnerstag abzuwarten. Christine Lagarde steht im Fokus der Märkte, im Fokus Europas. Was wird sie jetzt in Zukunft mit der Zinspolitik für den Euroraum unternehmen? Was wird sie bestimmen? Wo soll der Weg hinführen? Das sollte natürlich wegweisend für uns natürlich an den Börsen sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten, einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie mir gewogen. Wir sehen uns dementsprechend am Montag wieder.